Jansky-Video ist raus. Okay, lass mal ein neues Jansky-Video gucken. Vor 5 Minuten kam das neue. Moin, moin, Leute. Moin, moin, Jansky. Was geht? Jansky ballert aber auch im Moment gut Content. Ja, das lohnt sich auch für Jansky. Das lohnt sich auch. Und in dem Sinne gucken wir uns jetzt erstmal Jansky an. Moin, moin, Leute, sagt er. Moin, moin, Leute, und willkommen zu diesem Video. In der heutigen Folge, Nils hat sich geklont. Oh, ich werde von mir selbst überholt. Chiro hat Spaß. Oh, gut, oh, oh mein! Oh. Und Sascha räumt auf. Mann, fahr doch mal ein bisschen schneller. Geht ja nur um das Bigfoot. Wichtigste Veranstaltung im Monat. Ich bin immer noch enttäuscht, dass Nils sich nicht angemeldet hat. Eigentlich müssen wir aus Strafe uns alle Nils Neujungs nennen. Oh, es ist nicht nur zweimal Nils. 1, 2, 3, 4 und 5. So, I'm in driving 2 Astons, a Lexus and an M6. Ah ja. Oh Nils, ey, fix doch bitte deine Kamera, dass wir deinen Namen sehen können. Nils, was soll denn das? Das macht mich fertig. Das triggert meinen inneren Monk so sehr. Please, do it. Das haben wir haben vor einem halben Jahr telefoniert, Nils und ich. Ich weiß gar nicht, worüber wir gesprochen haben. Wir tauschen uns halt regelmäßig aus, wenn irgendjemand irgendwo mal Hilfe braucht. Und ich weiß gar nicht, irgendwie hat er mir einen Screenshot geschickt und dann sage ich ihm, ey, Nils, soll das so beim Kamera haben? Nee, weiß nicht. Irgendwie habe ich das bis dato noch nicht gefixt. Das hat irgendwie nicht gepasst oder so. Keine Ahnung. Irgendwas war da. Und er hat es immer noch nicht geändert. Ah, Nils, bitte! Fix das doch mal! Please! Nach dem letzten Mal, die ganzen Hunde sich nach meinem Namen benannt haben, habe ich gedacht, den Spieß drehen wir mal um. Hier sind jetzt alle Nils. Eigentlich sollte René es auch machen, aber der Hund hat es vergessen. Warum ist der M6 so schnell eigentlich? Oh. Das ist geil. Jawoll! Ab geht's mit dir! Junge! Das ist kein Grund, dich hier komplett abzuschießen. Wow. Ja, ich wusste nicht, wo du hingehst. Ich glaube, wir haben mittlerweile eine sehr große Sim-Racing-Krise. Ich wäre einfach ganz mal geradeaus gefahren. Ich kam zwar ein bisschen quer, aber mein Gott. Ich werde auf jeden Fall keinen abschießen. Ich bin ein fairer Fahrer. Ist auch alles clean hier. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Alle bewegen. Ja, mal. Alle Punkte bewegen und sich. Engel ist schon tot. Oh, und ich bin auch tot. Danke. Ja. Arschgelegt. Absolut scheiße. Oh, ich werde von mir selbst überholt. Was hat denn eigentlich Nils für einen geilen Mustache? Sehe ich ja jetzt gerade erst. Wow. Richtiger Pornostreifen, Junge. Moin. 14,8, die Summe fährt. Boah, Straßensperre. Pass auf. Pass auf. Fährt der denn einfach los, Mann, diese Leute? Was war das denn schon wieder? Okay. Now we know what Big Red means. Vor Pitfall steht einer. Ja, ich mach bei der Wette nichts mit. Ey, Junge, so was. Ey, Digga. Ich bin tot. Oh, da ist Massencrash. Mehr als einer. Ja, die bleiben aber alle stehen, das ist sehr gut. Also Jungs, ich hab da ein Problem, denn ich hab... 1:05 Schaden, was? Hm? Das ist ein Witz. Seid nach vorne gekommen. Keine Ahnung. No. Digga. Digga, wirklich, es ist ein scheiß Ernst. Diese Leute, also wirklich. Er dreht sich weg auf den Curb, er fährt komplett über Curb drüber. Marvix ist vor mir. Okay, können wir mal anvisieren. Boah. Digga. Oh, no! Marvix hat mich gekillt. Oh mein Gott, aber ich lebe. Oh mein Gott, aber ich lebe. Ja, ich bin auch fast tot gewesen. Willkommen bei Big Red. Scheiße, Alter. Ich hab den Ferrari Challenge Joe getötet. Es tut mir leid. Ich sag mal so, Big Red war nie anders. Sind wir ehrlich. Big Red war schon immer Chaos und wird auch immer Chaos bleiben. Deswegen lieben wir es ja auch einerseits. Aber absichtlich Leute töten ist sowieso ein No-Go. Und man sollte auch eigentlich unabsichtlich... Wie ich gerade. Aber... Oh, ich hab einen M2 getötet. Zum Beispiel? Nie zuerst. Oh, gut! Oh mein Gott! Hallo, Sprout. This is me, Dizzy speaking. Is it possible to give your esports driver a better headset? Because some of them sound really bad. And we have 23 and the people need some balsam for their ears. And if it's possible, can you interchange those thingies on their head? Because, you know, it's really, really bad for our ears to hear them yell in this shitty 5 euro action microphones. That would be really amazing.
Thank you very much, Sprout, and have a great journey through your competitive racing journey. I'm rooting for you because I like Mabix very much. Thank you. Nein! Ruhestand einer oben auf der Kuppel quer, der vor mir ist voll rein. Nein! Alter Tobi! I'm just a bit confused by the driving, like the skill variety seems large. Okay. I could see him bouncing back from the wall. Oh! Why? Alter! That was a bit late block. That Nils guy drives like a maniac, man. Da war ich fast tot. Also der Nils Naujok sieht auf jeden Fall nicht aus wie der richtige Nils Naujok. Nee, der fährt dafür ein bisschen Trash. Oder fährt Nils BMW. Okay, jetzt macht er auch noch. Ich glaube, wenn Nils M6 fahren würde, würde das ein bisschen anders aussehen. Ungefähr so. Ich glaube, ich habe nie jemanden gesehen, der schneller ist als mit dem M6 als der. Wahnsinn. Parieren lohnt sich nicht, oder? Oder würdet ihr reparieren lassen? Ey, hat er denn da so rum? Scheiß BMW vor mir ist irgendein Voll, Alter. Übrigens, ein Vorteil an ACC, und das meine ich gerade nicht ironisch, ist, dass es scheiß Blinker gibt. Ich vermisse Blinker in iRacing. Irgendein scheiß Troll. Ach, das könnte Jansky sein. Ja, Digga. Digga, Tobi, du bist so dumm. Oh mein Gott. Alter, du kannst doch nicht. Tobi, hab ich das überlebt? Basti, mach's gut, hau rein. Ich glaube, Basti hat Urlaub genommen. Oh, ist da ein Shifter? Nee, ach nee, das ist das Mikrofon. Ich dachte, nee, aber eine Handbremse ist da. Und ein Shifter auch. Noah hat ein Häuschen. Oh oh, Noah ist, glaube ich, in WRC rein, richtig dicke, oder? Kann das sein? Ui, was ist das denn hier eigentlich? Noah, gibt's bei Poolstreams? Gibt's bei Poolstreams? Aha. Alter, ich war fast tot. Wo fährst du lang? Wirklich, ich muss das einfach mal überholen. Okay. Legende. Was macht der jetzt? Aber wirklich, der BMW ist eine Legende. Nein, Tobi hat ihn endlich reingekegelt. Ach, warst du das oder was? Nein, hä? Hä? Schmarrn. Selbst was im Essen. Oh nein! Nils, bitte, der hat zu viel Damage! Oh. No, he lived. Oh, eine Zehntel. Der hat mir einfach. Auf Noah ist nicht so viel Platz für ein Whiteboard. Entschuldigung, Alex, Noahs Physik ist darauf ausgelegt, in einem Kart sehr schnell zu sein. Weil, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist Noah Kartfahrer. Und was wäre das, ganz ehrlich, was wäre Noah, wenn der so wie du und ich 180 Kilo wiegt, totales Pausbäckchen hat, sich jeden Abend einen halben Kasten Spezi reindonnert und sich dann in den Kart setzt? Weißt du, wie das klingt ungefähr? Weil das Kart kommt nämlich gar nicht aus dem Arsch, weil zu viel Gewicht. Verstehst du? Noahs Physik ist astrein für Kartracing. Da kann man ruhig auch mal einen Whiteboard nehmen, weil auf dem Körper nicht so viel Platz ist, um die Mitglieder drauf zu schreiben. Ich habe das schon verstanden, Alex, aber ich musste Noah jetzt in Schutz nehmen. Sollen das? Mach einen Dorftap hinten gegeben. Der Hund. Ja, mich da ist der Zwang, ja? Mach. Nee, das funktioniert nicht. Ja, doch. Nope. Danke dir. Luca, wirklich. Also, der Typ, er dreift rein. Nee, und also wirklich, ich kann nicht mehr. Ich bin am Arsch. Ah ja, Double Podium. That's a screenshot. But unlucky for Niklas, like 0.4 behind the winner. Hold your line. Mozi, guck mal. Guck mal. Super. You're in the middle. Clear right. Clear all around. On your right. Ich glaube, ich war noch nicht mal über die Start- und Ziellinie her. Aber Engel reagiert halt auch wieder wie so ein Scheunentor. Ja, gibt auf jeden Fall ein Report. Also wirklich, ihr seht das. Jetzt bremst er. Hat er das gesehen? Ich hab. Ja.
Aber es ist halt auch nicht so einfach. Wenn man fast 50 ist, dann sind die Reaktionszeiten auch nicht mehr so schnell. Muss man ja dazu sagen. Ich spreche da aus Erfahrung mit meinen fast 40 Jahren. Da kompensiert man Reaktionszeit mit Weitsicht. Und wenn man jetzt eventuell mit 50 sich nicht eingestehen möchte, dass man keine Brille tragen möchte, dann hat man auch keine Weitsicht. Trag eine Brille. Was zum Teufel? Ich glaube, der hat einfach gar nicht gebremst, aus Versehen. Also so gar nicht. Oh, du fährst hier so ganz entspannt in die Kurve. Oh oh. Bringt euch nicht um, nicht vor mir, die bringen sich um. Jetzt hau ab. Ah, Mann, du bist so ein... Benagelter. Was hab ich gesagt? Also so ein Schwanzgesicht habe ich ja ewig nicht gesehen. Ich distanziere mich von jeglichen Aussagen. Wow. Und tot. Oh mein Gott, ja, verpiss dich jetzt. Mein Gott, ey, ihr geht mir alle auf die Nerven. Natürlich. Das macht doch keinen Sinn. Hau ab. Ich krieg so das Kotzen auf dieser Scheißstrecke. Oh. Oh. Nice Catch. Schade. Oh, das wär absoluter Win gewesen. Natürlich fährt mir irgendwer rein. Ja, natürlich darfst du uns was erzählen, Florian. Es wird bestimmt was super Witziges sein oder irgendwas mit Code oder... Oder irgendwie solchen Kram. Also erzähl uns doch von deiner wunderschönen Geschichte. Am besten sehr ausführlich. Oh. Mann, fahr doch mal ein bisschen schneller. Wie lahm fahren die denn durch diese scheiß Kurven? Oh. Junge, wie viel bremsen die denn? What the fuck ist das? Sorry. Schade. Hey, volle Power. Okay, was kommt jetzt am Ende? Oh, pass auf! Nie zuerst. Oh, gut! Ja, fahr ich denn nicht? Eine Minute fünf Schaden! Wollen wir, Leute? Oh! Also, Jansky, ein sehr schönes Outtake-Video mit den Clips. Das war eine sehr schöne Neuerung. Das hat mir sehr gut gefallen. Danke, Jansky. Das war schön. Das war wirklich eine prima Neuerung. Da fällt mir gerade ein, ich muss Jans hier in die neuen Videos bei YouTube hochladen, damit er hier eventuell auch was kann. Ich kann eine Geschichte erzählen. Es waren einmal 49 Monate. Okay. Starke Geschichte, Kräft. Dankeschön für 49 Monate.